Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Oxygen Not Included. Wer kriegt denn dazu so später Stunden noch so hoch? Langosch V2. Krank, verbrüht, unter Sauerstoff. Das ist der Zustand in unserer Kolonie momentan. Aber ja, hier sind auch die Leute krank gerade. Die haben Hypothermia. Hypothermia. Warum das denn? Hier ist es peppi warm. Wo haben die Hypothermia geholt? Hier unten ist auch peppi warm und das war mal ein Eisbiom. Und hat zwei Nullefeier drin. Wo haben die den Null... Wo haben die sich das geholt? Wahrscheinlich hier oben. Die müssen die ganze Zeit hier irgendwo gewesen sein. Und anders, da kann ich mir nicht vorstellen, wie das zustande kommen konnte. Starvation. Langosch, Leonardo ist das. Ja, na klar, du hast Hunger, weil du nicht zum Essen gehst. Ne? Wie wär's, wenn du mal hier beim Chef vorbeigehst, dir das mal reinziehst und dann ist alles gut? Ne? Das hier muss mit absoluter Maxi-Prio entfernt werden, denn... So rum. Denn... Wenn die da in Pille rumliegen... haben die das Problem, dass die nicht dicht machen in Bezug auf Konservierung. Das heißt, das muss weg. Und so ziemlich pronto. Wir haben ja allgemein so ein bisschen ein Druckproblem in der Base, ne? Also allgemein auch atmungstechnisch. Weil unsere Sauerstoffproduktion immer wieder stehen bleibt. Und das liegt hauptsächlich an unserer sparsten Wassergeneration. Ja, die ganzen Mechaniken sind ineinander verkettet. So. So, was ich glaube, ich machen werde, ist hier, glaube ich, mal so eine Brücke einbauen, die einfach immer eine Mindestmenge durchlässt. Ich glaube, das mache ich. Dann machen wir mal hier Plumbing. Input, Output, genau hier. So. Und das machen wir mal das Alarm-Prio. Das muss nämlich relativ sofort passieren, weil, wie gesagt, unser Sauerstoff ist und unsere Stromproduktion ist gerade ein wenig in problematischen Verhältnissen. Da. Da. Da hat mal jemand da den Rest fertig machen. Das ist der Errant. Ah, Franklin, der ist schon da. Gut, passt. So. Jetzt geht immer was raus. Und das machen wir mal hier so halb-halb. Na, komm schon. Ich möchte das auswählen. Was machen wir dann da? 5000, ne? So, und dann kann das jemand einstellen und dann ist das nicht ganz so problematisch. Das macht zwar die ganze Idee mit dem Wasser kühlen zwar etwas zunichte, weil wir jetzt hier gerade sozusagen ein bisschen beipassen. Aber ich glaube, da gewinnen wir mehr raus, als wir verlieren. Vor allem, weil wir halt eben nicht, Wasser das Wasser nicht verlieren. So, aber nachdem wir den Hitzetodball sterben, sollten wir uns dennoch darüber Gedanken machen, wie wir das die ganze weiterführen. Ja, komm schon, machen wir hier wieder. Ja, das hintere hat in der Regel den Vorteil, dass sie halt eben noch so einen rechten langen Wasser, Wasserfall haben. Von unten sollte jetzt dann bald was kommen. Und hier genau. Kommt hoch und wird schon zerlegt. Und wird auch schon weitergeleitet. Sieht soweit ganz gut aus. Also wir haben eine Mindestwasserversorgung. Auch bei den Pflanzen. So, weil die haben ja leichtes Irrigation-Problem. So, damit sollten wir das Problem auch hingekriegt haben. So. Wasser ist konstant, Strom ist konstant. So, jetzt müssen wir das nur noch unter die 30 Grad kriegen. Dazu bräuchten wir eigentlich noch einen zweiten Nullefeier, aber da haben wir hier das Problem. Hier ist ein bisschen nass. Und zwar bei ein bisschen meine ich ziemlich. Was heißt, dann machen wir hier mal Deconstruct. Dass das ganze Wasser und Öl hier mal durchblubbelt.
Weil ich glaube, da wird auch das Sweepy nicht mehr hinterherkommen. Es ist mir jetzt dann relativ wurscht, ob damit Öl verseucht wird, hier die ganze Schmu. Wobei ist mir das wurscht eigentlich nicht, nein. Shit. Mir ist das nicht wurscht. Das hier ist immer noch ein Thema, aber darum kümmere ich mich jetzt erstmal nicht, weil das ist kein Stromproblem, das jetzt sofort drängt. Eine einfachere Lösung wäre, wenn wir hier einfach weiter bauen würden. Dann für Prio 8. Ja gut, das wird nie und nimmer passieren. Wir haben nämlich Long Commutes. Ja, also wir haben unsere Duplicants sind hauptsächlich damit beschäftigt zu laufen. Aber Luft wird langsam besser, das heißt, das ist auch nicht mehr allzu sehr das Problem. Im Schwammstock wird auch wieder Luft rausgeblasen. Gut, und der Druck in der Base steigt langsam wieder. Gut, passt. Ja, Hypothermie hat sich langsam aufgelöst. Sehr schön. Sehr schön. Dass hier wieder so eine Pisslache ist, das ignoriere ich jetzt einfach mal gekonnt. Hier ist Natural Gas. Das könnten wir auch nach oben leiten. Können wir das mal ausschalten? Weil das verbrennt jetzt nur unnötig Strom. Das sind doch ein paar Handvoll Watt. Ich bin ja so leicht verführt, unsere Runner-Drohnen loszulassen. Damit die hier im Schwarm herum, damit die aus ihrem Schwarmstock raus können. Und einfach nur Arbeit, also so Schlepparbeit erledigen können. Ne? Damit die einfach nur Zeug von A nach B hin tun. Ne? Von tun und machen, ne? Allgemein könnten wir mal ein bisschen Strom sparen. Und das mir an verschiedensten Plätzen. Ja. Aber wo tue ich das am intelligentesten? Weil unsere Stromgeneration ist ja nur mäßig das Problem. Was sind denn die Errands hier? Alles 21, die sind... Ja, ich mache den Schwammstock mal auf. Rein aus versuchstechnischer Neugier. Dürfen die Runner-Drohnen jetzt mal raus? Ich weiß... Na, die sollen wieder zurück in ihrem Schwammstock, wo sie hingehören. Aber ich glaube, die können unter Umständen Arbeit erledigen. Schauen wir mal. Wo geht denn der hin? Er geht hier raus zum Atmen. Was für eine Verschwendung von Arbeitszeit. Vor allem, weil in der Base ist es eigentlich atembar. Es ist zwar barely breathable, aber breathable. Na? Die ganzen Drohnen, die jetzt hier noch rumliegen und sterben, die sind halt... Ja, man darf sich das vorstellen wie mit Bienen, ne? Die sind auch einfach nach einer Zeit... fallen die einfach tot um. Ne? So kürzt sich das. Aber... Ja, gut. Wir sollten aber auch das Hauptziel nicht ganz so aus den Augen verlieren, die Rakete endlich rauszuschießen. Wir haben ja noch dazu das Energieproblem. Und ein Kupferproblem, wie es ausschaut. Jesus, wie sieht es bei uns aus? Metal Ores haben wir... Wir haben kein Kupferohr mehr. Refined Metal haben wir auch nichts mehr, weil das alles beim Vulkan liegt. Wir dürfen da nicht rein, weil es da zu warm ist. Und ich kann hier das ganze Zeug auch nicht abreißen. Das kotzt mich ja noch mehr an, muss ich ehrlich sein. Ja. Dass das für immer und ewig im Weg steht. Ich glaube, ich baue das mal generell um. Das heißt, deconstruct, dann deconstructen wir auch das hier mal alles. Das hier. Und das hier. Das hier darf auch weg. Die müssen aber dann noch irgendwie hin. Das heißt, die sollten hier so rübergehen können. Ja. Dann sollte hier eine Mauer hin.
Weil wir dann nämlich hier eine Leiter runter machen, wo die dann durch können. Und dann muss ich hier, werde ich dann hier den Zugangspunkt für den Checkpoint machen, für die Suite und mache dann hier dicht. Und dann gehen die nur noch von hier rüber. Gehen die nur noch von dort über rein. So. Können wir hier noch irgendwas rausholen, was interessant ist? Oxalite. Ja, ne, nehmen wir mal, ne? Bisschen Sauerstoff kann nicht schaden. Wir sollten aber... Kann ich jetzt nicht irgendwo einen Report angucken? Wo ist denn der Colony Report? Genau. Wir haben... wunderschöne Statistiken, die absolut hässlich organisiert und formatiert sind. ja, ich werde da noch öfters drauf rumbereiten. Wir haben removed und wir haben added. Wir haben ein Net Gain von knapp 10... Ja, Pi mal Daumen 10.000. Ist okay. Ist okay. Aber da gab es doch das mit diesen schönen Statistiken, ne? Also mit den schönen Bildchen. Nee. Das ist die Database. Shadow, bla 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 bla. Reaction High Stress. Wo ist das Ding? Colony Report ist das irgendwie oder so ähnlich, hieß das Ding. Priority ist es nicht, Schedule ist es auch nicht, Consumables auch nicht. Tja, ist recht nicht. Wo ist dieses Interface? Es ist nicht der Alert-Button, hier der zweite Alert, da gibt ja auch noch einen Alarm. Starvation, du brauchst nicht Starvation, du hast freien Access, ne? Du musst einfach nur hochgehen und dir was holen, dann bist du einfach nur faul. Gibt's hier Colony Summary. Warum ist... Na egal, nicht nachdenken. Wo ist das? Ist jetzt oben der Name oder unten? Oben. Okay, dann heißt hier Duplicants. Das stimmt zwar nicht so. Aber gut, wir haben ja immer den Runner drunter zu machen. Aber gut, wir haben jetzt ein großes an verloren. Wo haben wir denn hier Calories? Missile on the way. Stress. Domesticated Critters. Ja, die gingen in der ersten Zeit ein bisschen runter. Wild Critters blieben normal. Average Stress removed. Total Work Time. Oxygen Consumption ging immer nach oben. Sollte jetzt langsam wieder runtergehen, weil wir weniger Leute haben, die tatsächlich consumen. Calories consumed. Na? Calories generated. Aha. Warum ist das eigentlich in letzter Zeit nach unten gegangen, obwohl es eigentlich nahezu konstant geblieben ist? Muss an der Production Time liegen. Na gut, aber wir haben jetzt auf jeden Fall deutlich wieder mehr Calories generated. Moment, das sind Cycles, ne? Das ist das hier. Wir sind hier gerade hier. In dem Bereich. Ja, das sollte eigentlich wieder gehen. Mhm. Okay, Power Produce, ja, da haben wir auch wieder hohe Schwingungen. Ne? Das ist ja dieser Day-Night-Cycle von unseren Runner-Drohnen. Aber gut. Wir sollten wieder kalorientechnisch auf einem halbwegs guten Zweig sein. Halbwegs. So. Wenn jetzt das Stromproblem sich mit den Generatoren hier oben wieder lösen wird. Warum macht das eigentlich keiner? Hier geht momentan nichts voran. Ja, nicht. Ja. Öl tröpfelt hier runter. Super. Wird auch noch lustig, wie wir das lösen, ne? Bin auf meine eigenen Lösungen gespannt. Warum geht's hier nicht voran? Weil es da oben nicht vorangeht. Hier oben geht's nicht voran. Weil es im Wasser nicht vorangeht. Okay, das ist ein Problem, das wir haben wollen. Wasserüberfluss. Okay, passt. Ah, nicht nachdenken, passt alles. Gut. Sauerstoff, kein Thema mehr. Ne? Strom ist jetzt nächstes. Strom ist jetzt das hier als Thema. Strom und Gas. Was ich jetzt hier machen möchte, ist, dass das hier etwas in... Wobei, das ist nur sekundäre Stromgas. Also das Wichtige ist das Generator-Ding oben. Das ist mir eigentlich persönlich gerade wichtiger. Weil das nämlich konstanter und berechenbarer mehr Strom erzeugt. Können wir das 9 machen hier? So, wie sieht es mit Errands aus? Da ist auch schon ein Supplying Errand. Mhm.
Gut, gut. Passt. Dann kann ich ja mal einen Schlüssel nehmen. Und hier mal nebenher meine Kehle ölen. So. Passt, passt, passt. Hab ich hier schon... Nein, habe ich noch nicht. Ich möchte es nicht aus Stahl machen. Gott bewahre. Ich mache es jetzt mal aus... Blei? So sieht doch nicht Blei aus. Blei ist doch nicht golden. So sieht noch nicht immer Bleioxid aus. Weird. Sieht mehr auch nach Goldamalgum aus. Also Gold im weitesten Sinne. Gold, Bronze, Messing, irgendwas in der Richtung. Aber doch nicht Blei. Blei ist grau. Ja. Blei hat so... Was ist denn hier schon eine schöne Farbe? Ja, ein bisschen dunkler als das und heller als das Grau. Ja, also so ein leichtes Blauschiller. Ja, also so wie es so leichter Blauschimmel. Ja. Ja. Irgendwo was so in... Ja, nicht, dass es zu blau. Ja, ich kann jetzt eigentlich sagen. Ich habe jetzt hier gerade keine Fob, die da halbwegs so passt. Ne? Aber ja, unterm Strich. Ja. Aber man hat mir ja gesagt, dass die... dass der hier Access zum Himmel braucht. Scanning Quality. Also er hat ja schon mal... Er hat keinen Strom momentan. Oder? Wieso scannt der? Er braucht doch Strom. Ah, der hat an der anderen Seite Strom bekommen. Okay. Okay. Scanning Quality. Scanner Dish is currently scanning at 0% efficiency. Decreased scan quality may be due to interference from nearby heavy machinery, rock or tile obstruction to Dish's line of sight in space. Ah, okay. Das hat also gestimmt, was man mir gesagt hat. Ich habe zwar eigentlich gesehen, dass es anders gehen sollte. Aber da scheint es weirde Regeln zu geben, die ich nicht kenne. Was bedeutet, das Ding steht da falsch. Dann bauen wir das mal hier hin, würde ich mal sagen. Oh ja, das wird lustig. So. Dann brauchen wir aber auch Logic Cables. Ah, so. Aber das heißt mich auch schönerweise, dass ich die hier entfernen kann, weil die dann nicht mehr nötig sind. Kann ich hier einfach so canceln? Ja, da geht nur das hier weg. Gut, passt. So, dann deconstruct auch mal die Kabel hier. Das Ding kannst du auch deconstructen. Und dann müssen wir jetzt hier irgendwie so einen Checkpoint hinbauen. Aber wie gesagt, ich habe schon wieder Dinge, die einfach komplett zugestellt sind. Aber gut, hier, die haben wir schon den Checkpoint. Das heißt, es sollte so halbwegs funktionieren. So. Dann können die nämlich hier rüber gehen. Dann kann ich ja schon mal gucken, wie das Ganze mit dem Ausbau hier rüber geht. Weil ich habe so das leise Gefühl, dass das reguliert hier, das Mafic Rock, dass das nicht stabil ist und dass das nach unten crasht. Ne, Regolith tut das auf jeden Fall, das weiß ich. Ja, dann könnten wir mal gucken, wie das Ganze hier dann ist. Wir müssen ja bloß hier so einen Schacht bauen, damit die Rakete durch kann. Dann müssen wir anscheinend noch einen Schacht bauen, damit auch das Netz hier durch kann. Naja. So, dann schauen wir mal. Hier haben wir noch so eine Abkürzung geschaffen. Aber dann nachher das Kabel wahrscheinlich. Okay, dann haben wir das Kabel schon gebaut? Ja, das ging schon drumherum. Schön nice. Okay. Okay, okay, okay. Und wir haben 97.000. Das heißt, Nahrung ist okay. Wasser ist okay. Atemluft stetig verbessernd. Na? Hier bleibt es hier noch stehen, aber gucken wir, dann schmeißen wir es nochmal an. Na, da ist ja immer dieses Problem mit dem Kickstarten. So. Jetzt produziert das auch wieder Sauerstoff. Und das sollte dann erstmal genügend Sauerstoff an sich produzieren, dass auch der Schwarmstoff wieder
gut versorgt ist. Und nicht nur so halb. So. Dann haben wir das Problem gelöst. Dann könnten wir mal gucken, was können wir jetzt mal so an Prioritäten heruntersetzen. Krankenbetten auf keinen Fall. Die hier machen wir mal auf 7. Das hier machen wir alles auch auf 7. Das hier sind, wir sind in der Kriterversorgung. Da sollten wir ja ein bisschen was managen. Hier machen wir mal auf 8. Weil die sind zwar wichtig, aber nicht so wichtig. Die Nahrungsproduktion bleibt auf 9. Das Abwasser ist okay. Das hier ist ja alles chill. Das hier wird ja nie angefasst. Das ist auch wichtig. Ist auch wichtig. Das kann wieder zurück auf 5. Dann... Das hier darf ruhig runter auf 7, damit es wieder Prioritäten gibt. So. Das Kühlen ist auch wichtig. Wir müssen immer wieder Energie vernichten. So, dann... Das hier ist wichtig, das hier ist wichtig. Können wir ja mal gucken wegen dem hier. Machen wir das mal auf 8. Die ganze Ecke hier. So. Dann würde ich mal sagen, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Part, wenn es heißt Let's Play Oxygen Not Included. Ich hoffe, es hat euch so gefallen und wir sehen uns dort. Für die Gott.